Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Ja, ich nehme jetzt noch eine dritte Folge auf. Wir haben mittlerweile drei Teams. Das heißt, beim letzten Mal habe ich die Konsolenentwicklung aufgelassen. Wir haben das Geld nicht und mit drei Teams zu arbeiten ist im Endeffekt besser. Und wir wollen ein neues Jump and Run machen. Beziehungsweise. Also warte, muss ich noch schauen. Wir müssen noch auf die Sprachausgabe warten, bis die fertig ist. Ich möchte dann die Engine updaten. Und beim neuen Team, da habe ich mir auch schon was überlegt. Da werden wir mit denen einen Shooter machen. Das ist jetzt noch die Frage, wird es ein Ego-Shooter oder ein Third-Person-Shooter? Ego-Shooter, Rätselaufgaben. Inhalt dieses Genres, schnelle Reaktionen werden hier unbedingt gebraucht. Und hier knifflige Sprung- und Kletterpassagen. Wir machen einen Ego-Shooter. Das heißt, das wird dann unsere Ego, oder ja, Ego-Shooter, Engine 256.16, also, um da ein bisschen eine Ordnung reinzurücken, nenne ich die dann Plus, weil dann wissen wir, okay, das ist eine aktuellere als die anderen. Wir machen hier wieder 0, 25% Features alle. Dann haben wir nämlich auch die fortgeschrittene 3D. Könnten natürlich auch dann noch F3D als Zusatz machen, wäre auch eine Möglichkeit. Damit wir wissen, fortgeschrittene 3D, warum nicht, machen wir so. Voilà. Das ist jetzt die Ego Shooter Engine 256.16 F3D. Und dann sollen die sich da mal ranmachen. So, genau, die haben nichts zu tun. Aber ich glaube, da hatte ich noch Sachen vergessen. Genau, beim Sound. Okay, da gibt es aktuell einfach nichts. Das heißt, die sind wirklich durch. Wie geht's denn den Leuten? Wie sind ihre Sound? Sind sie gut? Arbeitswille passt, Geschwindigkeit ist okay. Wie geht's denen Musik? Da könnte man natürlich noch ein bisschen was rausholen. Da könnten sie natürlich, wenn sie gerade nichts zu tun haben, noch einmal schulen gehen. Wir haben sie ja einmal schon geschult in der letzten Zeit, aber es schadet nichts. Wenn sie noch eine Schulung bekommen, machen wir noch einmal Lehrgang der Soundeffekte. Sprachausgabe, gut, die können wir hier dann noch rein programmieren mit einem Update. Genauso wie wir hier noch ein Update machen für die Engine, für die Jump'n'Run. So, Master of Venus, Verkaufszahlen sind okay noch, aber da bräuchte man vielleicht auch noch mal ein Update und vielleicht noch mal eine Preissenkung. Und zwar, wir gehen runter 16, dann machen wir noch 10 Dollar Gewinn, ja, ist okay. Die hier, da können wir jetzt wirklich vielleicht mal noch ein paar Sachen nachforschen, um unsere Spiele in Zukunft noch besser machen zu können. Also es ist halt auch, je mehr man macht, je mehr man die Spiele verbessert, dann dauert es natürlich wieder länger, bis das Spiel rauskommt, was auch wieder heißt, längere Zeit, wo wir quasi nichts verdienen. Oder weniger, weil wir haben nur ein Spiel draußen.
Und ich sehe es halt da also auch bei anderen, ich schaue ja auch andere Let's Play und so, auch ab und zu bei Mad Games, der Grund, die haben da also 3, 4, 5 Spiele zeitgleich draußen, auch mit nicht ganz so großen Büros. Da muss man halt immer schauen, legt man Wert auf Qualität, das heißt Top-Spiel, dann dauert es halt entsprechend, bis es fertig ist. Oder man sagt, nö, man baut nicht so viel ein, nicht so viele Verbesserungen, Grafik, Sound, dass man dann nochmal aufpoliert das kann, dass man sagt, nö, ich mache nur ein paar Sachen, das was notwendig ist, aber nicht alles, und dafür ist das Spiel schneller draußen. So, da haben wir jetzt gesagt, wir werden die eine Engine nochmal updaten. Und zwar die Jump and Run. Genau, da machen wir jetzt noch ein Update und hauen noch den Rest rein, nämlich die Sprachausgabe in die fortgeschrittene 3D. Nennen es dann auch entsprechend dann auch F3D. So, genau. Müsste eigentlich recht schnell gehen. Rambo wäre soweit fertig, aber müssen wir jetzt noch warten, bis die Verbesserungen durchgeführt werden. Und wir müssen ja natürlich dann auch noch, wir haben schon wieder so viele Bugs drinnen, 371. Ist auch nicht ohne. Das einzig Gute, was wir jetzt haben, wir haben ein Spiel, was sich noch verkauft. So, Bugs entfernen. Weil wir haben immer noch 15.000 Stück, das heißt, wenn Rambo dann rauskommt, dann viel fehlt ja nicht mehr, die machen noch. Schade ist halt auch, dass die sich nicht gegenseitig unterstützen können. Dann ist natürlich auch eines wichtig, wir müssen mal ein paar Spielberichte machen, da sind wir total hinten nach. Aber da beide Teams quasi immer voll eingesetzt sind, was die Spiele betrifft, okay, es sind wieder ein paar Konsolen vom Markt genommen worden. Aber es waren eh manche, die wir gar nicht verwendet haben und mittlerweile eh schon zu alt sind. Weil sie nur noch für B-Spiele oder so nutzbar sind. Wir machen ja A-Spiele. Genau, da müssten wir dann mal schauen, eigentlich beim nächsten Spiel, ob wir für A noch alles unterbringen. Ob wir da nicht vielleicht auch schon mal was Besseres brauchen. Gut, Animation zum Beispiel sind so Sachen, die braucht man noch nicht, weil wir haben kein... Wir haben kein Motion Capturing. Aber so Sachen wie Bonus, Tracks, Musik, da können wir natürlich noch forschen, nachlegen. Okay, da wäre ich jetzt noch für Master of Venus und die nochmal ein Update nachlegen. Dann machen wir nochmal Story-Verbesserung, Musik-Verbesserung, Level, genau. Dann liefern wir da noch ein Update nach. 10.000 Stück verkauft man noch. Wir haben jetzt 22 Millionen. Das heißt, das Geld wird mehr, das ist gut. Das heißt, wir nähern uns dem Ziel, wo wir sagen, okay, wir holen uns dann ein großes Studio, so Ego-Shooter, genau, da wollten wir jetzt auch noch einmal. Da ist ja alles drinnen, außer die Sprachausgabe, und die Sprachausgabe bei einem Ego-Shooter, das passt eigentlich, das ist immer gut. Aufbau-Engine, da wurde Super Drive
kriegen wir auch 212.000. Kommt auch wieder Geld rein. Okay, die sind fertig. Ach, könnte ich ihnen eigentlich noch einen Kurs machen? Ja, wir hätten noch zwei Kurse Musik. Büro, das ist ja, glaube ich, ist nur Büro, Arbeit, Zahlen und Tabellen. Spaß am Job. Erfolgreich im Büro. Naja, machen wir vielleicht sowas noch. Spaß am Job. Schauen wir mal. So, die machen Bonus. Okay, die sind fertig mit dem Update. Das heißt, wir machen jetzt ein neues Spiel. Thema wählen. Holen uns mal die Engine, Champion dran, Hauptgenre. Champion dran, haben wir gesagt, genau, Untergenre, Geschicklichkeit vielleicht noch. Champion dran und Geschicklichkeit ist sicher auch eine gute Mischung. Wieso nicht? Thema wählen. Was machen wir denn? Züge, Weltall, Wirtschaft, Wien, Söldner, Pilze, Götter, Horror, Insekten. Ein Insekten-Jumpen dran. Zielgruppe, Jumpen dran. Da hätte ich gesagt, als Teenager oder Erwachsene, das könnte man eigentlich für Teenager machen. Machen ein A-Spiel draus. Und wie nennen wir denn das Ganze? Vielleicht gibt es ja da irgendeinen netten Vorschlag. Mario, Kyle, Pussy, Mario, gut, das will ich jetzt nicht. Ace X. Insekten, was gibt's denn? Gut, wir haben ja schon einiges. Wildtrank, Boombound, Sad Story, Boxout, Fog. Fog, wie schreibt man Frog, oder? Frosch quasi. Ja, wieso nicht? Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. So. Genau, das ist ja Jump'n'Run. Das heißt, Jump'n'Run ist ja gut. Lässt sich ja gut auf Konsolen verkaufen. Ich meine, Marktanteil PC, das sieht man leider nicht. Je mehr Sterne, okay, genau. Gute Bewertungen. Bei PC kann man auch Jump'n'Run machen. Apple, Sega auf jeden Fall 11% Marktanteil. Gut, Core Engine geht langsam runter. Gut, dann machen wir den Apple. Und dann nehmen wir Nintendo diesmal rein. So, wir haben ja schon ein Jump'n'Run gemacht. Und zwar, wo haben wir es denn? Der Stein. Wo ist unser Direktor Stein? Haben wir da keinen Spielbericht dazu? Doch, hier. Direktor Stein. Die Zielgruppe. Teenager war richtig, sonst sind wir eigentlich komplett falsch gelegen. Aber wir können ja schauen bei den Spielberichten. Nicht Spielberichte, ich wollte schauen, Fanbriefe. Direktor Stein. Wo ist er, wo ist er? Haben wir da überhaupt nichts bekommen? Iron Man. Jo. War wohl nicht interessant genug.
Okay, er sagt uns auf jeden Fall, es geht in Richtung Chor. Gut, dann werden wir mal hier rüber gehen. Atmosphäre, mehr Story, mehr Gameplay. Dann schieben wir einfach alles rüber. Einsteigerfreundlicher machen wir es auch. Ja, ist er nicht. So. Okay, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Da würde ich sagen, wir gehen runter. 15, 15. Wir gehen hier rauf. 30, 45. Bei Technik, da waren wir eigentlich ganz gut zuletzt. Das heißt, da können wir ein bisschen runter. Machen wir so 15, 15. 25 Gameplay, das war ja zuletzt immer so eine Schwäche. Nehmen wir nicht 40, nehmen wir 45 hoch. Das müsste dann eigentlich passen. Genau, und jetzt haben wir schon ein Feature zu viel. Das heißt, wir müssen irgendwas rausschmeißen. Was braucht man nicht unbedingt beim Jumpen dran? Das können wir weglassen. Gut. Zwischensequenzen. Brauchen wir die beim Jumpen dran? Ich meine, wäre nicht schlecht. Level Editor hätte eigentlich auch was. Maussteuerung könnte man wegtun. Weil das Spiel wird ja nicht mit Maus gesteuert. Sondern dann machen wir eine reine Controllersteuerung. Speicherfunktion. Oder lassen wir Level Editor. Sprachausgabe. Braucht man eine Sprachausgabe bei dem Spiel? Wäre eigentlich alles irgendwie nett. Aber wir können eins machen, weil es was Neueres ist. Wir sind 2 Euro bei Splitscreen. Wäre eigentlich auch noch okay. Ach, in dem Fall, ich nehme den Level Editor raus. Gibt es quasi nur die vorgefertigten Levels. Also es war damals ja auch meistens eigentlich so üblich noch. Wir sind jetzt, was haben wir gesagt, 1992. Da gab es noch nicht irgendwie so Großspiele. So wie heute ein Mario Maker, wo du deine eigenen Mario Levels baust und so. Das gab es damals nicht. Ego-Shooter. Die sind noch dran. Die werken, die werken. Die sind noch in der Schulung. Grafikabteilung ist noch dran. Die tun Bugs entfernen. Ich lasse mal wieder ein bisschen schneller laufen. So. Aber so schaut das doch gar nicht einmal so schlecht aus. Kommentare vom Markt genommen. Noch ein. Langsam verschwinden wieder ein paar Computer und Konsolen. Und hier machen wir jetzt eine Spieleentwicklung mit unserem Ego-Shooter Engine. Hauptgenre haben wir gesagt. Third-Person-Shooter. Wollen wir noch irgendwas? Simulation. Strategische. Adventure. Arcade wollen wir nicht. Rollenspiel. Wollen wir noch Rollenspielelemente einarbeiten? So quasi seinen Charakter dann noch verbessern kann. Third Person Rollenspiel. Da wollte ich auf jeden Fall mal haben Zombies. Und dann waren wir noch, wo ist der Viren? Ich nenne es mal Zombieland. Spielgröße A. Zombies. Irgendwie eigentlich für alle. Ich mach's mal für alle.
Ja, das ist klar. PC, ja, ich schaue noch, ob gibt es hier eigentlich noch was Interessantes. Nee, wir wollen es nicht für Mobilgeräte machen. Und sonst gibt es nichts Interessantes. Ja, dann bleiben wir bei dem, was wir haben. Beim altbewährten Sega 2,8. Okay, das ist schon sehr niedrig. Machen wir es mal so. Das ist unser erstes. Es ist halt jetzt wirklich schwer, hier eine gute Einstellung zu finden. Beim Third-Person-Shooter mit Rollenspielelemente. Spiellänge, gute Spiellänge, aber Story wäre auch gut. Schwer zu sagen. Atmosphärenfunktionen, gut, würde ich schon sagen, Atmosphäre ist wichtig. Eine gute Spieltiefe sollte es haben. Es richtet sich nicht an Casual-Spieler. Würde ich auch sagen, Gameplay gegen Optik. Will ich auch mal mehr auf Gameplay setzen, weil optisch, wir können ja dann noch in der Grafikabteilung einiges verbessern. Und Spiellänge gegen Story beim Ego-Shooter. Gehen wir vielleicht doch ein bisschen mehr in Richtung Spiellänge. Ist immer schwer. Oder lassen wir es in der Mitte? Ich tue es mal ausgewogen. Das Spiel machen, Story und Spiellänge. Wir haben halt nichts Vergleichbares. Hier die Einstellungen. Die kann man eigentlich. Naja, wobei Technik. Ich wäre nicht so unwichtig in dem Fall. Machen wir so 30, 40. Setzen wir hier doch ein bisschen, brauchen ein gutes technisches Grundgerüst für das Spiel. Und da sage ich auf jeden Fall, nehmen wir den Level Editor raus. So, das heißt, wir haben insgesamt jetzt drei Spiele in der Entwicklung. Hier werden wir die ganzen Sachen noch abarbeiten. Die können eine Kampagne starten. Master of Venus, machen wir noch eine Kampagne, haben wir noch raus. Und hier machen wir genau, machen wir eine eigene Messe. Verkaufszahlen 6000, 4,8, okay, das geht langsam runter. Wie schaut es hier aus? Okay, die sind fertig. Das heißt, dann können die sich schon an Sound Verbesserungen machen. Frog war ja das erste, mit dem wir angefangen haben. Das heißt, dann werden wir hier mal reinhauen. Die Grafik-Jungs, die werden auch mal an Frog arbeiten. Jumpen da, also wir brauchen nicht unbedingt 3D-Modelle, aber die Sachen können wir auf jeden Fall machen. So, wie schaut es hier aus? Wie lange brauchen die noch? Die müssten ja dann gleich durch sein. Haben wir noch Gameplay-Verbesserungen? Nö, da haben wir jetzt wirklich alles erledigt. Das heißt, da werden die noch helfen, Bugs zu entfernen. Dann kann man das Spiel eigentlich schon raushauen. Dann werden wir dazwischen noch vielleicht jeweils ein, zwei Spielgerichte reinhauen, bevor wir dann die anderen Projekte unterstützen. Okay, leider wieder keine Wort geholt. Ja, wir haben hier schon ordentlichen Hype erzeugt für Rambo 4. Dann können wir das gleich mal rausbringen.
So, wie schauen wir aus? 2896 Gameplay. 1191 Grafik, neuer Rekord. 1176 Sterne bei der Musik, auch ein neuer Rekord. 985 Technik, auch ein neuer Rekord. Wir werden es wieder selber publishen. Wir verlangen in dem Fall, würde ich sagen, 25. Eine Anleitung machen wir bei Rambo im Poster. Rambo Pro, wieso nicht? Aufkleber. Oder ja, das lassen wir so. Militär, da haben wir 3 Sterne. Sega ist unser erster Stern. Wir sind die einzigen mit Arcade und Söldner. Oh, und wir haben die 80 überschritten. Ja, weil das Gameplay über 70 diesmal ist. Grafik top, Sound top und wir haben bekommen den Spielspaß Award. Also das kann sich schon sehen lassen. 83%, da werden wir da gleich mal produzieren gehen. 250.000. Und dann werden die haben ja gerade nichts zu tun, werden die zum noch ein letztes Update für Master of Venus machen. Das heißt, da haben wir nochmal Musik, Level, Sicherheit, quasi noch so ein viertes Abschlussupdate. Die können mal Kampagne hochziehen. Zwar Rambo Hammer. Wir werden dann für Frog. Genau, sollen die da mal durchziehen. Da haben wir ja gesagt, es fehlen uns viele Spielberichte. Gut, viele ist gut, aber es fehlen welche. Das heißt, dies machen mal Wrestling der Kun 2, Bebären Invasion. Bericht. Also okay, ich kann immer nur eine nach der anderen machen, dann machen wir so mal. Machen die für Wrestling Tycoon 2 den Spielbericht. So, wie schaut's denn aus? 102.000 Stück in der ersten Woche. Okay, das heißt, wir brauchen von Rambo auf jeden Fall mehr, wenn wir noch eine halbe Million nachproduzieren. Das Ding verkauft sich sehr gut. Was haben wir hier? Der Golf Sierra Games. 429.000. Nicht schlecht, sehr schlecht. Die werden mal, was können die eigentlich machen? Genau, machen wir mal eine Auftrags. Wobei sowas würde mich auch mal wieder interessieren. Auftragsspiel. Gibt es da irgendwas, wobei. Die zahlen halt nicht wirklich viel. Na gut, da Village Spieler, das können wir nicht machen, aber da würden die uns 39 Millionen zahlen, wenn wir das könnten. Space Colony Tycoon, 351 Millionen würden die uns geben. Ja, da haben wir die Konsole nicht und da sind auch welche, die sind immer lange am Markt, das heißt, das bringt nichts, aber wir werden mal eine Auftragsarbeit hier annehmen zwischen Sequenzen. 111.000 in der zweiten Woche vom Rambo. Also das kann sich echt sehen lassen. So. Da produzieren wir. Das passt. Okay, die Lager sind hier aber bald voll, das heißt, da werden wir mal Restbestände, müssen wir was verkaufen. Crocus World können wir noch anbringen. Bären Invasion werden wir auch verkaufen. Wrestling Tycoon 2 werden wir auch die Restbestände verkaufen. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Gut, wir können ja natürlich das Lager noch erweitern, dadurch, dass wir eh hier bleiben, nur noch eine Zeit lang, können wir hier noch zwei Dinger noch zusätzlich reinstellen.
Wir haben auch ein bisschen mehr Lagerkapazität. Das heißt, wir kriegen jetzt 1,2 Millionen unter. Ja, das zahlt sich schon aus. Rambo 4, das wird ein Spiel, da werden wir gut Geld verdienen. Da haben wir jetzt schon nach 5 Wochen schon 6 Millionen. Dann haben wir noch ein Update nach. Ich glaube mit 3 Entwicklungen, das war auf jeden Fall gut, dass wir da ein bisschen umjustiert haben. So, was haben wir gesagt für Rambo? Das erste Update. Wir werden auch Spielmodi, ich mache das rein, weil es war halt, wenn man so will, unter Anführungszeichen die Schwäche vom Spiel und Technik könnte man auch noch neue Level und dann machen wir ja. Machen wir noch neue Sounds hinein. Ja. Verkaufen immer noch nach 6 Wochen 85.000. Das kann sich einfach sehen lassen. Ah, Master of Venus 2 wurde jetzt vom Markt genommen. Es war 36 Wochen im Verkauf. Umsatz 14,84 Millionen, Gewinn 7,44 Millionen, Flammen verkauft. Naja, fast über 680.000, ja doch, das ist gut. Rambo 4 jetzt einen kompletten Einbruch, was ist passiert? Das gefällt mir weniger, das heißt, wir sollten da vielleicht mit dem Preis jetzt ein bisschen nachgehen. Gehen wir auf 19. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es jetzt so runterkracht. So, die haben nichts zu tun. Das heißt, da können wir mal professionelle Sprachaufnahmen. Was können wir machen? Was können die tun? Wir könnten natürlich was Neues machen, Nachfolger entwickeln. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Spiel Lola 3D. Da könnten wir vielleicht mal was tun. Schauen wir mal Lola 3D, was war denn das genau? Meine Spiele und dann waren wir es Spielberichte Lola 3D. Okay, sagen wir das schnell noch einmal. Was ich schade finde, dass man das hier nie genau sieht. Genau, es war Erotik. Ich merke mir das nicht immer von den Symbolen her. Also schauen wir mal kurz rein und das können wir schnell machen. Spiel entwickeln. Was war denn das für ein Genre? Genau, Adventure. Genau, es war ein erotik Adventure, aber es kam nicht so gut an. Aber ich möchte es trotzdem probieren. Das heißt, wir brauchen aber dann eine neue Adventure Engine, weil die wir haben. Schauen wir mal, haben wir eine? Müssen wir eigentlich eine haben? Ja, die ist schon ein bisschen älter. Das heißt, dann machen wir eine neue Adventure Engine. Wieder abwärtskompatibel. Adventure. Das nehmen wir dann. Lola. In dem Fall 4D. Wir gehen in die vierte Dimension mit dem Spiel. Wenn man so will. 25% und das passt. Die sind fast durch und wir haben eigentlich für das Spiel noch gar nichts gemacht.
Wir bräuchten eigentlich irgendwann auch eine dritte. Qualitätssicherung quasi. So, Spielmechanik. Aber es reicht einfach nicht mehr. Wir haben einfach zu wenig Leute, um da wirklich alles zu machen, was wir machen wollen. Größeres Büro wäre angebracht und ich sehe, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Okay, dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Wo ist meine Maus? Kurz Pause. Genau, ich werde an der Stelle die Folge beenden. Werde auch die Aufnahmesession beenden. Es macht zwar Spaß und ich könnte mir vorstellen, jetzt die nächsten 2 Stunden noch aufzunehmen. Aber dann hätte ich so einen Vorlauf, wo ich dann halt auf eure Kommentare nicht so schnell eingehen könnte. Aber könnt ihr mir mal reinschreiben, ob euch das stören würde, wenn ich jetzt mehr als die 3 Folgen aufnehme. Wenn ich jetzt sage, ich nehme 5, 6 Folgen am Stück auf. Weil mich stört es nicht. Wenn ich drinnen bin, dann kann ich ein paar Stunden durchgehend aufnehmen. Könnt ihr mal sagen, was da eure Ideen sind. Speziell, wo es ja auch jetzt darum geht, quasi das nächste Ziel war ja unser großes Büro. Das heißt, da wird es ja dann quasi wieder neu anfangen, wo wir dann hoffentlich mehr tun können. Könnt ihr mir reinschreiben? Und wir haben ja mittlerweile auch 31 Millionen. Das heißt, wir könnten uns ja auch schon was Größeres leisten. Nein, nicht ganz. Fürs riesige Büro, da fehlt uns noch ein bisschen was. Wir haben, wie viel haben wir jetzt das mit 576.100? Ich sag mal, gigantisches A, wobei das 75 Millionen, das ist heftig, aber hier 1.151, das heißt, da hätten wir fast 600 mehr Platz. Also das wäre doppelt so groß. Das könnte man sich eventuell überlegen fürs nächste Mal. Jo, und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Mad Games Tycoon. Tschüss!